Christina Sterz. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Diese Schokolade hier hat in Deutschland einen wahren Hype ausgelöst. Es ist eine limitierte Einhornschokolade. Was es damit auf sich hat, das klären wir jetzt, denn dies hier sind unsere Themen heute. Der Einhorn-Trend reicht hier in Deutschland von totaler Begeisterung bei den einen bis hin zu Kopfschütteln bei den anderen. Erwachsene Menschen flippen bei dem Fabelwesen plötzlich völlig aus. Höhepunkt des Hypes ist diese limitierte Einhornschokolade. Geschmacksrichtung Joghurt, Himbeer, Cassis, Regenbogen. Innerhalb weniger Stunden war sie ausverkauft. Der Webshop brach zeitweise sogar komplett zusammen. Wir haben nachgefragt, warum plötzlich alle ausgerechnet auf Einhörner stehen. Und was aktuell sonst noch so los ist, zeigen wir Ihnen jetzt im Euromax Express. Mit seinen 39 Jahren ist der Hamburger Samy Deluxe schon ein echtes Hip-Hop-Urgestein. Bis heute hat er mehr als 1 Million Tonträger verkauft. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Rappern hierzulande. In seinen Texten geht es immer wieder um ein zentrales Thema, um sein Leben als Afrodeutscher. Denn seine Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus dem Sudan. Meine Kollegin Jana Pareiges hat darüber mit Samy Deluxe gesprochen. Viele von uns. In voller Länge ist die Dokumentation ab jetzt hier im Programm der DW zu sehen. Mehr dazu finden Sie online unter dw.com/afrodeutschland. Der Deutsche Alpenverein ist mit rund 850.000 Mitgliedern der größte Bergsportverband der Welt. Unter anderem kümmert er sich auch um den Erhalt von mehr als 320 öffentlich zugänglichen Hütten, die den Wanderern und Bergsteigern Schutz und Unterkunft bieten. Von einfachen Häusern bis hin zu kleinen Hotels ist inzwischen für jeden was dabei. Die Kultur- und Architekturgeschichte der Alpenhütten ist gerade in einer Sonderausstellung im Alpinen Museum in München zu sehen. Wir zeigen Ihnen mehr. Fish and Chips, das ist ja so eine Art Nationalgericht in Großbritannien. Man kann es überall kaufen. Und auch auf die Frage, wo man denn die besten Fish and Chips bekommt, gibt es jetzt eine offizielle Antwort. In Plymouth im Süden Englands. Denn bei den National Fish and Chips Awards hat sich in diesem Jahr der Imbiss Kingfisher gegen rund 10.000 Konkurrenten durchgesetzt. Wir haben den Sieger besucht. Sven Markwort ist eine Institution hier in Berlin, denn er ist Türsteher im weltbekannten Techno-Club Berghain. Wesentlich länger schon arbeitet der 55-Jährige als Fotograf, als Modefotograf zum Beispiel, bis Ende der 80er Jahre für die DDR-Frauenzeitschrift Sibylle. Seine Bilder waren schon in verschiedenen Ausstellungen weltweit zu sehen. Gerade sind sie ein Publikumsmagnet in Rostock. Dort haben wir Sven Markwort getroffen. Und wir schenken ihm einen DW-blauen iPod Shuffle. Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spaß damit. Damit sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.